Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Potioncraft. Alchemia est mater omnium scientiarum et prosperitatem faciet. Oh, ich sehe da ein paar Gesichter, die Unverständnis verkünden. Möglicherweise sind nicht alle meine Zuschauer der lateinischen Sprache mächtig. Na gut, das will ich respektieren. Und deshalb machen wir das ganze Let's Play mal besser auf Deutsch. Es geht darum, dass wir ein Alchemist sind, der auf kreative Art und Weise verschiedene Tränke zusammenforschen kann, Pflanzen anbauen kann und Sachen mixen kann. Zusätzlich ist er noch ein Shop-System angebunden, wo wir unsere Produkte verkaufen können. Wir wollen uns um die Nöte der Menschen kümmern. Vielleicht wollen wir später mal Blei zu Gold verwandeln, aber das, was doch viel wichtiger wäre, einen künstlichen Menschen erschaffen, wäre schon fein. Ob das hier geht, weiß ich natürlich nicht, denn das Ganze ist ein Blind-Projekt. Empfohlen wurde mir das Spiel von China Tiger damals vor, es muss schon über ein halbes Jahr her sein, gab es mal so ein Demo-Wochenende, wo man das mal kurz anspielen konnte. Und da fand ich es reizvoll. Jetzt ist es auf Early Access auf Steam erschienen. Kostet bis 28. September noch 11 Euro und ein paar zerquetschte. Es ist aber schon relativ fertig, habe ich mir sagen lassen. Gucken wir mal rein. Der Beginn unserer Geschichte. Du bist ein angehender Alchemist, der auf der Suche nach seiner Bestimmung durch die Welt wandert. Nach einer langen Reise hast du endlich einen Ort gefunden, an dem du dein Handwerk betreiben kannst. Kenner meines Kanals wissen ja, dass Alchemiespiele sowieso eine lange Tradition bei mir haben. So begann ja meine Liebe zu den japanischen Spielen mit Atelier Rorona damals. Was, 2011 oder so ungefähr? Du hast ein altes verlassenes Haus am Rande der Stadt gefunden. Die Alchemieausrüstung und dem Garten nachzuurteilen, scheint der frühere Besitzer Alchemie praktiziert zu haben. Anscheinend hat hier ein Zauberer gelebt, aber die Staubschicht und der Zustand des Hauses deuten darauf hin, dass es schon seit sehr langer Zeit leer steht. Du beschließt, das Haus in einen Tränkeladen zu verwandeln. Nach einigen Tagen des Aufräumens und der Vorbereitungen öffnet dein Laden seine Pforten für die ersten Kunden. Es ist an der Zeit, dich auf deine Alchemiefähigkeiten zu besinnen und dieses neue Leben in deiner neuen Stadt zu beginnen. Tränke werden aus Zutaten hergestellt. Entnimm deinem Inventar zwei Terrassias. Entschuldigung, Terrarias und zwei Wasserblüten und wirf sie in den Kessel. Um die Zutaten zu verschieben, klicke und halte die Maus, ziehe sie in den Kessel und lasse sie los. Ja, der Drag and Drop ist mir bekannt. Und wir sehen jetzt hier übrigens so einen Balken, der sich verschiebt. Also jedes Kraut hat natürlich elementare Eigenschaften, die für den Trank wichtig sind, und in die Richtung bewegen wir uns jetzt hier. So, Wasserblüte ein bisschen nach rechts. Nachdem du die Zutaten hinzugefügt hast, kannst du den Trank umrühren. Wenn du den Trank rührst, bewegt sich das Tranksymbol den Pfad entlang, der durch die Zutaten definiert ist. Das heißt, die Zutaten geben uns hier eine maximale Wegstrecke vor, und durch das Rühren können wir entscheiden, ob wir den Weg bis zu Ende gehen wollen oder nur einen Teil. Benutze den Löffel zum Rühren. Klicke und halte die Maus und bewege den Löffel hin und her, bis das Tranksymbol auf der Karte die gewünschte Position erreicht. Durch das Rühren erhält das Tranksymbol Erfahrungspunkte. Das Sammeln von Erfahrungspunkten lässt dich aufsteigen, hat aber keinen Einfluss auf den aktuellen Trank. Swirl, 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 swirl. Zack. Aizen. Jetzt berührt das Tranksymbol einen unbekannten Effekt. Um herauszufinden, was dieser Effekt bewirkt, musst du ihn zum aktuellen Trank hinzufügen. Um den Effekt zu einem Trank hinzuzufügen, musst du das Wasser im Kessel zum Kochen bringen. Benutze den Blasebalg, um die Kohlen anzuheizen und den Kessel auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Nimm den Blasebalg am Griff und pumpe weiter Luft auf die Kohlen, bis es eine Explosion über dem Kessel gibt. Ja, Explosionen sind auch Traditionen in Alchemiespielen.
Perfekt, du hast dem Trank einen neuen Effekt hinzugefügt, Heilung. Um die Herstellung des Trankes zu beenden, drücke Trank fertigstellen. So, jetzt sehen wir hier, was wir gebraucht haben, was wir rausbekommen. Fertig. Ein Mörser und Stößel sind des Alchemisten beste Freunde. Mit dem Mörser und Stößel sind wahrscheinlich auch des Alchemisten einzige Freunde oder so. Alchemisten haben, glaube ich, nicht viele Freunde. Mit Mörser und Stößel kannst du praktisch alle Zutaten zermahlen und dir Potenzial erschließen. Dies hilft dir, den gleichen Trank mit weniger Zutaten herzustellen. Versuche den gleichen Trank mit nur einem Terraria und einer Wasserblüte herzustellen. Nimm Terraria aus deinem Inventar und zermahle es mit dem Stößel, bis es zu Brei wird. Gib die zerkleinerte Terraria in den Kessel. Zermahle die Wasserblüte mit Mörser und Stößel vollständig. Gib die zermahlene Wasserblüte in den Kessel. Rühre den Trank mit dem Löffel um. Erhitze den Trank mit dem Blasebalg. Ausgezeichnet! Du hast genau den gleichen Trank hergestellt, aber nur halb so viele Zutaten dafür gebraucht. Dein erster Trank wird nicht immer so optimal sein, also experimentiere und perfektioniere ihn. Wenn du mit deinem Trank zufrieden bist, speichere ihn im Rezeptbuch. Dann kannst du diesen Trank in Zukunft mit einem Klick herstellen. Speichere das Rezept für den aktuellen Trank. Drücke Rezept speichern, um es zu speichern. Okay, wir können jetzt also noch 5 weitere Sachen speichern. Stelle jetzt den Trank fertig, alles klar. Bewegung von Raum zu Raum. Du bist der Besitzer eines Tränkeladens und deine Aufgabe ist es nicht nur Tränke zu brauen, sondern auch sie an Kunden zu verkaufen. Klar, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, damit wir uns Zutaten leisten können und neue Sachen erforschen können. Für die Bewegung zwischen Räumen, WASD. Um in den Laden zu gehen, klicke in blablabla A. Geht jetzt so. Jeden Tag kommen Leute aus der ganzen Stadt und sogar aus anderen Städten vorbei, um diverse Zaubertränke zu kaufen. Deine Aufgabe ist es, im Labor Tränke zu brauen und sie an Kunden zu verkaufen. Viele Tränke müssen für einen bestimmten Zweck gebraut werden, aber es ist trotzdem eine gute Idee, ein paar der beliebtesten Tränke für den Fall der Fälle bereitzuhalten. Klar, Heiltränke sollten wir immer auf Lager haben und dann mal ein Gefühl dafür entwickeln, was die Bevölkerung noch so braucht. Wenn der Kunde einen Trank mag, wird das an seiner Reaktion zu erkennen sein. Biete einen Trank zum Verkauf an. Nimm ihn im Inventar und stelle ihn auf die rechte Seite der Waage. Guten Tag! Gestern war ich bei einem Freund auf einer Party und habe mir die Zunge an einer heißen Suppe verbrannt. Jetzt kann ich nichts mehr schmecken. Dabei bin ich Brauer. Ich muss in der Lage sein, die Qualität meiner Erzeugnisse zu testen. Meine Zunge ist jetzt nutzlos. Hast du eine Art von Heiltinktur? Um einen Trank anzubieten, lege ihn in die Waagschale. Ich werde den Trank kaufen, aber viel werde ich nicht zahlen. Die Menge an Gold, die du durch den Verkauf eines Trankes erhältst, wird in den Button Verkaufen angezeigt. Klicke auf den Button Verkaufen, um den Trank zu verkaufen. Ey, diese Erklärung ist echt super, das hätte ich sonst nie rausgefunden. Okay, es gibt noch ein Sternchen und 3 Männchen dazu. Also wahrscheinlich ist die 3 plus 3 bei dem Männchen, dass der Typ uns jetzt lieber mag. Und das Sternchen ist wahrscheinlich so eine Art Prestige insgesamt für den Laden. Aber wir werden das sicherlich gleich noch erklärt bekommen. Mein Mann ist schon seit einiger Zeit krank, aber in letzter Zeit ging es ihm noch schlechter. Jetzt kann er nicht einmal mehr aufstehen. Er hat Fieber und schwitzt. Hast du eine Medizin, die meinem armen Mann helfen kann? Klar, Heiltrank hilft gegen alles. Machen wir. Um mit einem Trank Geld zu verdienen, kannst du es mit Feilschen versuchen. Erfolgreiches Feilschen kann den Preis eines Tranks erheblich in die Höhe treiben, doch sollte das Feilschen scheitern, erreichst du das Gegenteil und der Preis stürzt.
Drücke auf Falschen, um mit dem Falschen zu beginnen. Drücke Falschen. Wenn der Pfeil innerhalb des goldenen Bonusbereiches ist, klick, 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 klick. 11 haben wir jetzt. So, Handel abschließen. Das heißt, wir kriegen jetzt 12 Gold statt 10. Ich werde den Trank kaufen, aber viel werde ich nicht zahlen. Ja, 12 sind okay. Es fehlen die passenden Tränke. Du wirst oft keinen fertigen Trank für bestimmte Kunden haben. Das ist okay, aber du kannst jederzeit ins Labor gehen und den Trank herstellen, den der Kunde braucht. Es gibt kein Zeitlimit, also kannst du dich auf das Rezept konzentrieren. Der Kunde wird nicht gehen. Ja, das wird die Fans der Atelierreihe freuen, dass es in diesem Spiel hier kein Zeitlimit gibt. Bei den früheren Atelierspielen gab es ja öfter mal so ein Zeitlimit, dass das Spiel nach 3 Jahren Ingame-Zeit vorbei war und man sich seine Zeit gut einteilen musste. Hier kann man wirklich frei spielen. Begib dich in den Garten, um die Zutaten für den Trank zu sammeln. Der Garten befindet sich rechts vom Labor. Also links der Shop und in der Mitte das Labor und rechts dann der Garten. Aber ich will trotzdem erstmal hören, was sie zu sagen hat. Hallo, Mäuse haben meine Hütte befallen, obwohl ich eine Katze habe. Die Katze liegt immer nur auf den Schränken und scheut den Mäusen dabei zu, wie sie treiben, was auch immer sie wollen. Also brauche ich ein Fläschchen mit Rattengift. Es wird einfacher sein, diese Nagetiere zu vergiften, als auf die Hilfe meiner blöden Katze zu warten. Ich kann dir da nur zur Vorsicht raten. Bei King's Bounty 2 hat sich gezeigt, dass dummerweise auch eine Katze dann eine vergiftete Maus fressen kann und die Katze dann dabei stirbt. Das wäre nicht zu wünschen. Der verzauberte Garten ist eine der Hauptquellen des Alchemisten für Zutaten. Jeden Tag entstehen in diesem Garten neue Zutaten. Vergiss nicht, sie von Zeit zu Zeit zu pflücken. Klicke auf Zutaten, um sie zu sammeln. Sammel ein Terraria und ein Feuerglöckchen. Okay, das ist wohl Terraria. Hier sieht man auch an dem Namen der Pflanze. Ist natürlich so, dass Alchemisten den Namen vergeben haben. Die wissen schon, Terraria hat natürlich die Erdeigenschaft und Feuerglöckchen haben Feuereigenschaften. Die 4 Elemente, Feuer, Wasser und Luft, ganz entscheidend. Übrigens, in unserer Welt, die Alchemie ist die Vorläufer der Chemie. Also in der Geschichte rückblickend kann man sagen, die alten Färber aus Ägypten, die Stoffe gefärbt haben, das waren im Prinzip so die ersten Alchemisten. Begib dich in das Labor, um einen neuen Trank herzustellen. Der Kunde braucht Gift. Was bedeutet, dass du einen Trank mit dem Effekt Gift herstellen musst? Die meisten Effekte musst du selbst auf der Karte suchen, aber du erinnerst dich aus deinem Alchemieunterricht ja sicher noch daran, dass ein solcher Trank aus ein Terraria und ein Feuerglöckchen hergestellt werden kann. Ja, ist lange her, mein Alchemieunterricht, aber gut, gut. Braue einen Trank der Vergiftung. Versuche selbst, einen Trank herzustellen. Vergiss nicht, alle verfügbaren Alchemiegeräte zu benutzen. Hab keine Angst zu scheitern. Du kannst es immer wieder versuchen, indem du den Button oben links in diesem Fenster drückst. Also in diesem Fenster, das. Okay. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal Feuerglöckchen zuerst und dann Terraria, weil den Weg von Terraria runter kennen wir ja schon. Und wenn ich jetzt aber erst Feuerglöckchen nehme, sehen wir schon erstmal links, was dort passiert und gehen dann weiter nach unten. Aber natürlich erstmal in den Mörser. Klein machen. So. Dann in den Kessel, das Terraria zerkleinern und dann landen wir dort. Und immer dran denken, wir müssen nicht den gesamten Weg rühren. Das ist ja so, wenn wir weniger rühren, kommt halt was anderes dabei raus. So, ab in den Kessel. Und rühren, rühren. Taucht da schon was auf? Nee. Das sind vielleicht Erfahrungspunkte, die wir bekommen. Ich weiß nicht genau. Werden wir noch erfahren.
Da kommen wir an. Ne, rechts oben hat sich da nichts getan. Aber so doch, wir sind ein Level Up, haben wir schon, aber wir müssen erst das Tutorial abschließen. Okay, also hier weiter runter. Also diese Bücher scheinen wirklich immer Erfahrungspunkte zu sein. Und die Fragezeichen sind neue Rezepte. So. Dann Blasebalg. Puff. Ein schwacher Vergiftungstrank. Ich speichere das Rezept ruhig mal. Schadet ja nichts. Ich denke mal, die Speicherung kann man auch später wieder wegnehmen. Dann. Trank fertigstellen. Kehre in den Laden zurück und verkaufe den Trank an die Kunden. Ich werde den Trank kaufen, aber viel werde ich nicht zahlen. Und trotzdem feilschen. Ups. Ich denke mal, ich gehe auf 14. Dauert natürlich auch mal eine Weile. Okay, jetzt haben wir 14. Hä? Verkaufen für 12? Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade falsch gemacht habe. Na gut. Sobald der letzte Kunde den Laden verlässt, kannst du dich in deinem Schlafzimmer ausruhen. Es befindet sich über dem Labor. Geh ins Schlafzimmer, um den Tag zu beenden. Um den Tag zu beenden, klicke auf das Bett und bestätige, dass du den Tag beenden möchtest. Okay, haben wir doch einen Kalender, Tag 1. Ausgezeichnet. Du hast dein Alchemiewissen aufgefrischt und dich mit der Alchemieausrüstung vertraut gemacht. Auf dem Dachboden neben dem Bett hast du ein paar Zutaten und eine Schöpfkelle für Wasser gefunden. Das ist jetzt dein Zaubertrankladen und du entscheidest, was du als nächstes tun willst. Begrüße Kunden, plaudere, verkaufe Tränke, feilsche, vergiss nicht Zutaten im verzauberten Garten zu sammeln und erkunde nach und nach die Alchemiekarte. Viel Glück! Tatsächlich Tag 2 haben wir jetzt hier. Können wir hier irgendwas machen? Oh, wir haben erstmal Zutaten bekommen, jede Menge. Wir haben hier Level-Up-Möglichkeiten. 175 Erfahrungspunkte von 200. Ein Talentpunkt pro Level. Okay. Vier Bereiche. Besser erkunden auf der Alchemiekarte. Zusätzliche grüne Bücher, also quasi ein Bonus an Erfahrungspunkten. Wenn wir das machen, dann müssen wir das ganz am Anfang steigern. Das bringt ja nur früh was im Spiel zu sagen, dass man 10% mehr Erfahrungspunkte bekommt sozusagen. Handel. Profitabler wird die Anfangspreise, wenn man Waren kauft und verkauft. Okay, es geht also nicht ums Feilschen, sondern allgemein schon 5% günstiger zu kaufen und zu verkaufen. Und hier ist ein Feilschen. Alles klar. Dann fangen wir mal mit Praxis der Alchemie an. Zusätzliche Boni, grüne Bücher. So, dann haben wir... Oh, wir haben jetzt ein neues Talent erlernt. Dafür haben wir 25 Erfahrungspunkte bekommen. Und haben dementsprechend direkt einen neuen Stufenaufstieg. Das wären dann nur noch 5% Chance, dass ein Bonus erscheint. Also. Kosten Nummer 1 bis da. Na doch, einmal machen wir das noch. So, dann schauen wir mal, wie unser Haus noch aussieht. Ich meine, es gibt auch noch einen Keller. Geh in den Keller nach unten, 25 Erfahrungspunkte. Ja, hat man sich auch verdient, wenn man in den Keller geht.
Die Alchemiemaschine. Diese Alchemiemaschine ist schwer beschädigt. Finde einen Händler, der die Teile für eine neue Alchemiemaschine verkaufen kann. Okay, haben wir sonst noch was? Nee. Okay, nochmal 25 Erfahrungspunkte für den verzauberten Garten. Da würde ich sagen, wir ernten jetzt ruhig schon mal alles. Am nächsten Tag müsste ja wieder was da sein und irgendwann wächst es ja nach. So, in den Laden sind wir gegangen. Alchemist, gib mir einen Heiltrank. Ein Bandit hat mich gestern mit einem Pfeil in die Schulter geschossen. Die Wunde ist nichts Ernstes, aber ich kann es mir nicht leisten, einen ganzen Monat lang herumzuliegen. Ich muss bald wieder in die Arbeit. Gut, jetzt gehen wir erstmal hier nochmal zu den... nochmal wieder Level up. Das ist 10%, das ist 20%. Ja, hier ist es immer 10%. Hier wird es immer, sind es immer nur noch 5%. Das wären jetzt schon 3 Level, die ich ausgegeben habe. Oder sagen wir so, 2 Level habe ich ausgegeben, 15% dazu. Das heißt, in 14 Leveln habe ich das wieder reingeholt. Hier, wenn das 3 mal 5, wenn es in 15 Leveln habe ich das wieder reingeholt. Hier, wenn das denn 16 Level, das dauert halt immer viel länger, bis ich das denn, bis ich die Punkte wieder drin habe. Das machen wir jetzt also nicht mehr. Stattdessen gehe ich die anderen Wege. Also mehr erkunden ist immer gut. So, was bringen diese Sachen? Unser Ruf, 9. Beliebtheit, keiner weiß was von dir. Auf der Beliebtheitsstufe gibt es keine Boni. Erhöhe deine Beliebtheit, indem du Tränke verkaufst. Höherwertige Tränke bringen mehr Beliebtheit. Feilschen reduziert die gewonnene Beliebtheit. Wenn du dich weigerst, die Kunden zu bedienen oder sie zum Gehen veranlasst, sinkt deine Beliebtheit. Okay, Gold. Kalender, so. Pfad des Alchemisten. Okay, das sind alles Sachen, die uns Erfahrungspunkte bringen. Das machen wir alles sowieso. Also diese Sachen werden wir ganz schnell machen. Verkaufen werden wir sowieso was. Händler erwerben müssen wir erstmal einen Händler finden. Erfahrung sammeln auf der Alchemiekarte. Das sind alles Sachen, die sowieso passieren. Das ist das, was nicht unbedingt passiert. Also Heilung, Vergiftung, Feuer, Frost, Lichttank. Gut, das ist unser erstes Kapitel. Das heißt... Feuer, Frost, Licht müssen wir mal im Kopf behalten, dass wir das irgendwie erforschen müssen. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Heiltrank. Und jetzt muss ich zu den Rezepten gehen. Rezeptbuch. Einmal hier. Nach diesem Rezept brauen. So, den bieten wir mal an. Und ich feilsche jetzt extra mal nicht. Ob ich jetzt 10 oder 12 Gold kriege, spielt für mich keine Rolle, aber die Beliebtheit soll ja nicht sinken. Die Beliebtheit ist mir erstmal wichtiger. Guten Tag, wir haben Ärger in unserem Dorf. Unsere Weizenfelder leiden unter einer Käferinvasion. Sie fressen unsere Ernte und das sehr schnell. Wir müssen sie alle vergiften, sonst ist unsere Ernte komplett verloren. Gifttrank nochmal. Also das kann ich vielleicht sogar von hier aus machen. Rezeptbuch. Nach diesem Rezept brauen.
hinlegen. Kauf für 12. Ich hatte heute eine merkwürdige Suppe zum Mittag und jetzt fühle ich mich einfach nicht so gut. Oh, hast du irgendwas für einen verstimmten Magen? Keine gastronomischen Abenteuer mehr. Ich denke, auch da könnte ein Heiltrank einfach hilfreich sein. Das ist mal so nach diesem Rezept braun. Bitte schön. Hi, bist du der neue Alchemist? Ich bin die örtliche Kräuterkundige. Ich sammle Pflanzen und verkaufe sie. Willst du sehen, was ich zu verkaufen habe? Ich glaube, ich habe da was, was dich interessieren könnte. Verkaufst du außer Kräuter noch was anderes? Ich handle nur mit Waren, mit denen ich mich auskenne. Blumen, Kräuter, Wurzeln, allerlei Beeren und Früchte. Andere Dinge kannst du bei anderen Händlern kaufen. Okay, dann zeig mir doch bitte deine Waren. Okay, das ist Zeug, was in meinem Garten wächst. Das, was ich sowieso habe. Hat sie irgendwas, was ich nicht habe? Das wäre das hier, ne? Eine Schlingpflanze. Und von dem Rest... Also davon habe ich 10, davon habe ich 15, davon habe ich... Entschuldigung, davon habe ich 12, davon habe ich 15, davon habe ich 10. Davon habe ich noch 11. Nee, aber die Schlingpflanze, die wird mich interessieren. Und hier sieht man auch immer, welchen Weg die gehen auf der Alchemiekarte. Jetzt hier gucken. Wasserblüte geht nach rechts, hat halt Wassereigenschaft. Aber die Schlingpflanze geht halt den Wasserweg auf gewundenen Faden. Also sollten wir auf jeden Fall mal eine von kaufen. Und ich kaufe vielleicht sogar noch eine zweite. Komm. Aber da will ich falschen. Sorry. So, abgemacht. Das macht dann 55. Man hat dann gesehen, im Verlauf der Zeit ging der Preis immer wieder nach oben. Wenn ich dann gedrückt habe, ging er wieder nach unten. Also irgendwann geht es dann nicht mehr weiter runter. Sehr schön. Ich brauche ein starkes und schnell wirkendes Gift. Ich würde es begrüßen, wenn du dir deine Fragen sparst und unsere kleine Abmachung geheim hältst. Dein Schweigen wird natürlich großzügig honoriert werden. Der braucht ein starkes Gift. Wir haben nur ein schwaches Gift. Vielleicht nimmt er das, aber so richtig zufrieden wird er nicht sein. Ich denke, wir gehen mal ins Labor und gucken, was wir machen können. Hier noch irgendwas mit Fragezeichen? Nee. Und es ist auch kurz vor den Erfahrungspunkten. Also warte mal, ich kann noch ins Schlafzimmer gehen. Das bringt 25 Punkte. Haben wir nochmal einen Talentpunkt. Und den kann ich hier nutzen, um hier den Sichtbarkeitsradius nochmal um weitere 10% zu steigern. So. Ich denke, wir werden einfach mal ein bisschen experimentieren. Ich gehe mal auch diese Bücher absuchen. Die bringen uns ja Erfahrungspunkte. Das heißt, dementsprechend fange ich an hier mit der Wasserblüte. Mal gucken, wo wir denn hinkommen. So, auf jeden Fall zerstoßen. Da schon mal rein. Das ist die Frage. Diese Totenköpfe sind, glaube ich, blöd. Kann ich mir vorstellen.
Also ich habe diese Demo ja mal kurz gespielt, ungefähr 1-2 Stunden lang. Das ist aber schon lange her. Aber ich meine, die waren nicht so gut. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier kommen wir nach oben. Das ist interessant. Ich muss erstmal sehen, dass ich ein bisschen von der Karte abdecke. Da lande ich natürlich hier bei den Totenschädeln. Aber ich muss ja nicht komplett rühren. Oder? Muss ich doch? Ah, ich weiß nicht. Da lande ich dann wieder da unten. Nochmal Wasser. Komm, wir machen jetzt zweimal Wasser. Mal sehen, wo wir da landen. So, rein. Und mehr erforschen. Bringt das noch was? Ich gehe noch einmal nach unten. Terraria habe ich auch noch eine Menge. So, mal sehen, wo wir da dann landen. So, dann rühren. Oh, das ist ungünstig. Ah, okay, also ein bisschen Knoche geht, dann geht aber der Trank hier runter und dann war es das. Ja, trotzdem, jetzt gehen wir den Weg einmal zu Ende. Hier kann ich so eh nichts brauen. Trankerstellung gescheitert. Alles klar. Aber wir haben zumindest ein neues Fragezeichen entdeckt. Gut, damit komme ich nach oben. Gucken wir oben auch mal. Und ich denke, ich gehe hier auch noch ein zweites Mal nach oben. Und dann war Feuer nach links. Gehen wir einmal. Achso, beziehungsweise muss ich erstmal einmal hier reinpacken. Gehen wir einmal nach links. So, ordentlich umrühren. Wieder ein Buch, also müssen wir darauf achten, wie viele Erfahrungspunkte bringt mir das. Kann ich jetzt schlecht sehen. Ah, und hier ist wieder das. Da werde ich nicht durchkommen. Trankerstellung gescheitert. Da zu dem Fragezeichen kommt man nicht so einfach. Okay. Dann gehen wir mal nach links. Wir haben davon noch einiges an Zeug. So. Nochmal nach links. Und dann entweder nach oben oder nach unten. Jetzt habe ich hier schon mal Giftrichtung. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass das stärkere Gift denn weiter hier ist. Deshalb würde ich dann einfach mal versuchen, nach unten zu gehen. Okay, und rühren. Hoffentlich nicht wieder Totenschädel da. Naja, aber da oben sind noch Fragezeichen. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Oh, das könnte denn so ein Feuertrank sein, ne? Dreimal nach links, nur mit Feuer. Tja. Trank fertigstellen ist nicht, weil wir nirgends gelandet sind. Okay. Achso, ich kann jetzt noch weiter, ne? Stimmt, ich kann doch jetzt noch Sachen hinzufügen. Ich muss das ja nicht von Anfang an machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal da runter gehe. Was macht dieser Strudel? Das sollte man vielleicht auch mal ausprobieren. Also darunter ist halt blöd bis zu einem bestimmten Punkt.
Und da links, das würde noch gehen. Dann gehe ich noch einmal nach links. So. Bis da. Und dann nach unten. Oder ach so, da oben. Genau, dann komme ich zu dem Fragezeichen hin. Das würde auch gehen. Dann haben wir wenigstens einen Trank mal fertig. Oder runter, weiß man nicht, wo man dann landet. Komme ich auf jeden Fall an dem Strudel vorbei. Nee, komm. Dann gehen wir mal zu dieser Geschichte dahin. Rühren. Okay. Jetzt haben wir erstmal nochmal wieder Erfahrungspunkte. Das heißt, ich gehe noch einen Schritt, was den Radius angeht. Und was soll das? Also das wäre... Wieso kann ich jetzt nicht fertigstellen? Muss ich jetzt nochmal weiter nach oben? Geht nicht. Warum nicht? Neuer Trank. Also einmal muss ich jetzt noch versuchen, da drauf zu kommen, oder muss ich da genau in die Mitte? So, da dann eins. So. Ich verstehe das nicht. Füge mindestens einen Effekt hinzu. Ja. Oh, ich habe hier noch was. Ja. Ach, damit kann man, glaube ich, irgendwie verdünnen oder so, ne? Gieße Wasser in der Kelle, um den in die Mitte der Karte zu bewegen. Alles klar. Das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip nochmal nach links. Geht aber so nicht. Sind quasi nur die Aufkleber auf der Flasche. Muss ich genau auf die Flasche drauf? Das muss ich doch hier bei dem Gift nicht. Ich mache noch mal eben was anderes. Ich mache noch einmal. Ich komme jetzt mit dem Gift ja nicht weiter. Nach diesem Rezept brauen geht jetzt nicht, weil ich mitten in der Forschung bin. Ich hätte dem das sonst nochmal verkauft. Aber schwierig.
Oh, ich weiß. Habt ihr es gerade gesehen? Erhitze den Kessel. Natürlich. Ich habe das Erhitzen vergessen. Mein Gott. Feuer, du hast einen neuen Effekt freigeschaltet. So, und das werde ich jetzt nicht so speichern. Auf diesem komischen Weg werde ich keinen neuen Feuertrank brauchen, aber ich werde ihn natürlich mal fertigstellen. So, also, nicht vergessen, den Herd einzuschalten, wenn man Tränke braut. So. Komme ich jetzt hier noch runter, um einen stärkeren Gifttrank zu bauen? Also, ich würde mal vermuten, hier irgendwie runter. Versuchen wir mal. Also. Erstmal da. Das hier schon mal rein. Dann will ich nach links, aber nicht da lang. Ich werde die Bücher mitnehmen. Ja, oder ich gehe erstmal bis da und von da aus dann nochmal nach unten. Kann ich natürlich auch machen. Gehen wir also erstmal diesen Weg zum schwachen Gift. Und von da aus nochmal nach unten. Gucken, wo wir da landen. Das ist ein bisschen eng hier. Wenn ich weiter nach unten gehe, das ginge noch. Eigentlich müsste ich noch ein bisschen weiter nach links, aber... Ich schau mal, ich werde das nicht ganz bis zu Ende gehen, den Weg. Ich mach das ruhig bis da. Ich muss hier nicht weiter rühren dann, oder? Oder ne, es war, glaube ich, verkehrt. Egal, gucken wir mal, was passiert. Da ist das Rezept. Und er setzt jetzt natürlich da unten an. Okay, dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Wasser dazu. Buch mit und bis da. Weiter rühren. So, jetzt nach rechts. Muss mal gucken, das wäre dann das nächste und danach muss ich ja nochmal wieder nach unten und nach unten würde dann nochmal so einen Bauch machen. Ja, das ist aber okay. Ich glaube, dann lande ich da. Wenn ich das jetzt hier reinpacke. So. Rühren. Oh, das ist aber eng. Noch ein Talentpunkt, dann machen wir noch mal die Karte erweitern, bis es 2 kosten würde. So. Jetzt runter. Ups. Ja,
Ist ja egal, ich kann das ruhig voll machen. So, dann da nochmal rühren. Eins. Zwei. Oh, ist das... Ah, jetzt verstehe ich das auch mit dem schwachen Gift und starken Gift. Wenn ich hier den Rand berühre, ist es ein schwaches Gift. Wenn ich hier das auf 2 packe, dann ist es ein stärkeres Gift, oder? Aber jetzt werden wir das hier natürlich erstmal brauen. Ich könnte noch einen Tick rühren und dann nochmal in Richtung Mitte der Karte bewegen. Ja. Das war zu viel. Mist. So, so. Ne, auf 3 komme ich nicht. Alles klar. Dann machen wir das so. Schnelles Wachstum. Du hast einen neuen Effekt freigeschaltet. Das werde ich jetzt so aber auch nicht speichern. Kann ich einfach mal fertigstellen. So. Dann will ich jetzt hier hin. So gut. Oh. Ja, und der steht jetzt hier auf der 1. Jetzt machen wir nochmal so eine Blume rein. Da haben wir eine 2. Auf 3 geht es nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, das auf 3 zu stellen. So, und da haben wir einen Vergiftungstrank. Das andere war ein schwacher Vergiftungstrank, meine ich. Ich sag mal Rezept speichern. Jetzt gucken wir die Rezeptliste nochmal an. Genau. Ja, damit können wir ihn doch wahrscheinlich zufriedenstellen. Das war teuer, das jetzt alles rauszufinden. Was tut man nicht alles für seine Kunden? So, da haben wir die Tränke. Genau, Vergiftung 2. Dieser Trank reicht aus, aber für etwas Höherwertiges würde ich noch mehr bezahlen. Ja, das ist aber schwierig. Trotzdem bei den 21, da würde ich schon gerne mal kurz feilschen. Naja, haben wir einen mehr. Minus 30. Also wir haben zwar eine Beliebtheit, aber die Leute sind unzufrieden. Der will noch was Stärkeres haben. Oh Mist. Das ist nicht gut. Was bringt uns jetzt diese Beliebtheitsstufe? Man munkelt, dass du dich mit der Heilkunde oder mit Kräutern auskennst. Plus 10% auf den Preis der Tränke. Erhöhe deine Beliebtheit. Ja, das hatten wir schon. Ah. Hallo, ich wurde angewiesen, mich um ein Eiselementar zu kümmern, der ein Bergdorf plagt. Ein gewöhnliches Schwert ist gegen Elementare nutzlos, aber wenn du mir einen Feuertrank geben kannst, werde ich meine Klinge damit beschichten und den Elementar
zu Strecke bringen. Dieser Trank reicht aus, aber für etwas Höherwertiges würde ich mehr bezahlen. Okay, den verkaufe ich jetzt so für 33. Ich will nicht noch weiter mit der Reputation runtergehen. Ja, 3 gesteigert, aber eben um 30 runtergegangen. Das ist krass. Was für ein Zufall! Das Oberkommando hat mich auch losgeschickt, um ein Elementar zu bekämpfen, aber bei meinem handelt es sich um ein Feuerelementar. Es hat sich in letzter Zeit angewöhnt, durch Weizenfelder zu spazieren und Feuer zu legen. Hast du etwas, das ihn abkühlt? Habe ich nicht. Ein Wachstumstrank würde dir sicherlich nicht helfen, aber wir haben auch noch die Chance, was Neues zu bauen. Das heißt, Feuer war hier links. Vielleicht ist das was zum Abkühlen. So langsam gehen mir aber vielleicht auch die Zutaten aus. Mal gucken mit dem Wasserding. Ja. Also bis da und dann muss ich eigentlich ein Stück runter. Danach. Mal so machen. So, vielleicht auch nicht ganz bis dahin. Dann rühren. Dann muss ich nach unten. Weit nach unten muss ich nicht. Können wir also direkt hier reinschmeißen. So. Dann wieder nach rechts. Oh ja, genau. Ganz weit nach rechts. Nochmal reinschmeißen, rühren. Oh, und da lande ich genau dort. Das ist super. So, hier nochmal rühren. Vorsichtig. Nicht zu weit. Jetzt runter, komm. 3! Geil, unser erster Dreiertrank. Genau gezielt, wunderbar. So, auf jeden Fall Rezept speichern, ein starker Frosttrank. Besser als so wie eben, kommen wir da ja gar nicht hin mit weniger Zutaten oder so. Trank fertigstellen. Erschaffe einen Trank mit dem Effekt der Stufe 3. Erschaffe einen Frosttrank. Hervorragend! Dieser Trank ist perfekt! Ja, bringt 3 Reputation und 3 Beliebtheit. Und damit sind die Leute alle weg. So, wir müssen noch einen Lichttrank und einen neuen Tag haben. Dann können wir das Kapitel beenden. Schaffen wir das noch mit dem Lichttrank? Wo kann der sein? Also entweder da oder da oben. Da habe ich noch ein Fragezeichen. Also es kann natürlich auch noch woanders sein, noch weiter weg. Aber ich würde mal vermuten, es ist nicht so weit von unserem Startpunkt entfernt. Also da oder dort. Das hier ist näher zu erreichen, also würde ich das hier eher vermuten. Zudem ist links Feuer und Licht hat auch was mit Feuer zu tun. Deshalb müssen wir auch auf jeden Fall nach links gehen, würde ich mal vermuten. Und nicht einfach gerade nach oben, was ja Luft ist. Nach oben ist Luft, links ist Feuer, unten ist Erde und rechts ist Wasser. Also würde ich sagen, wir müssen hier hin. Dazu gehen wir erstmal nach links, ja. Oder wenn ich jetzt nach oben gehe, nach oben ist der. Ja, ist auch gut. Dann nehme ich die Bücher dann mit. Machen wir so rum. Also hier alles zerstoßen. Rein damit. Dann nach links.
alles zerstoßen. Rein damit. Und jetzt schon mal rühren. Talentpunkt. Talentpunkt. Diese Bücher, das lasse ich jetzt mit diesem Bonus noch dazu. Ich würde jetzt dann... Feilschen ist ja auch immer mit Risiko verbunden. Ich würde erstmal sagen, Handel. Generell kriegen wir 5% mehr Geld und müssen 5% weniger bezahlen. So, jetzt müssen wir nochmal nach links. Ich kann hier direkt rein. Wo schaffe ich dann eine 3, ist die Frage. So. Jetzt noch ein bisschen Wasser. Einen kleinen Tick. Komm, das muss doch für eine 3 reichen hier. Ha, wunderbar. Rezept speichern. Trank fertigstellen. So, damit können wir... Wenn wir einen neuen Tag müssen wir noch starten, dann können wir das Kapitel beenden. Wunderbar. Ach, hier haben wir auch schon Sachen erfüllt. Das geht jetzt auch schon. Krass. Das ist ja erst Kapitel 3 hier, ein Trank mit einem Effekt der Stufe 3 herzustellen. Ja gut. Also, dann machen wir jetzt, haben wir uns den neuen Tag wirklich verdient. Müssen wir mal gucken, was haben wir hier sonst noch? Ladenverbesserung. Okay, die Ladenverbesserungen befinden sich in Entwicklung und werden in einer späteren Version des Spiels verfügbar sein. Legendäre Rezepte. Nigredo. Reagenz für die Erzeugung von Albedo und des Salzes der Leere. Okay, hier brauchen wir also verschiedene Elemente. Das ist aber nur... Oh, das ist unser Keller hier, ne? Wenn das repariert ist, können wir in dem Keller hier Sachen herstellen. Handbuch befindet sich in der Entwicklung, ja. Okay. Neuer Tag. Ja, ich bin sicher, dass ich zu Bett gehen möchte. Der Pfad des Alchemisten, Kapitel 1 abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast das Kapitel abgeschlossen. Mit jedem neuen Kapitel erscheinen neue Besucher, Auftragstypen, Trankbasen, Händler und käufliche Gegenstände. Schließe weiterhin die Ziele auf dem Pfad des Alchemisten ab, um das volle Potenzial deiner Alchemieausrüstung zu erschließen und alle Geheimnisse des Handwerks zu erlernen. Ein Trank mit 2 unterschiedlichen Effekten erschaffen. Wie will man das denn machen? Ah, ich weiß. Man kann mit den Zutaten irgendwo hinwandern, dann den erhitzen, dann hat man den Effekt und dann wandert man an einen anderen Ort und macht nochmal dort einen Effekt. Okay, Mana-Trank, Blitztrank, Explosionstrank und Beliebtheitsstufe von 4 ist noch ein Schlaftrank. Schlaf ist wahrscheinlich eher in Richtung Erde, würde ich sagen. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben eine Stunde genau um. Das reicht für die erste Folge.
Und dann gucken wir mal, dass vielleicht so alle 2 Tage eine neue Folge zu diesem Projekt rauskommt. Und mal sehen, wie weit wir so kommen mit unserer Alchemistenkarriere. Genau, Zutaten sind neu gewachsen. Kann ich mir schon alle mitnehmen. Sonst ist hier nichts, ne? Kein Wimmelbildspiel. Sonst kommt man hier auch nirgends hin. Ne, okay. Super. Ja, dann bis übermorgen. Tschüss.